bin sofort da. Clarence! Ja, ja, ist ja gut. Clarence, Sie warten. Ich komm ja schon, komm ja schon. War er das vielleicht? Nein. Es sind wahrscheinlich nur diese Penner, die letztes Halloween bei den Tibbetts eingebrochen sind. Wollen Sie? Ich will den Schädel. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist nicht hier. Zwanzig Jahre später. Wow! Das ist ja ein Hammer. Ja, unheimlich groß, hm? Und wie? Da hat sich ja noch ein paar Haustiere gehabt. Generationen deiner Familie haben hier eigentlich gelebt. Keine Ahnung. War aber ein pfiffiger Innenarchitekt am Werk, was? Oh Mann. Da ist früher mal was gewesen. Na toll.
toll. Früher war es ohne Strom vielleicht ganz witzig, aber heute... Wir werden schon welchen kriegen. Wahrscheinlich ist bloß der Schalter kaputt. Gibt's hier eigentlich schon ein Telefon? Ah, wenigstens das. Ich hätte gern John Stanton gesprochen. Hallo? John, hi, hier ist Kate. Oh, Kate. Ich wollte schon früher anrufen, aber das Autotelefon geht auf die Entfernung nicht. Wie gefällt dir das Haus? Es ist eine absolute Höhle, aber Jess scheint ganz verrückt danach zu sein. Wie ist die Besprechung gelaufen? Hat er Interesse gezeigt? Nein. Nicht? So ein Mist, wir hätten schon Anfang nächster Woche mit den Aufnahmen im Studio anfangen sollen. Na egal, da müssen wir eben jemand anderen finden. Ach übrigens, warst du im Niners Club, um dir die Band anzusehen? Ich finde die toll. Die hat echt Zukunft. Meinst du nicht auch? Ja, da hast du vollkommen recht. Ich bin hundertprozentig deiner Meinung. Was für ein komisches Gefühl. Das sind meine Mutter und mein Vater. Sie ist wirklich süß. Ja, natürlich. Alles eine Frage der Zeit. Nein, natürlich nicht. Das war mein Großvater. Aber wir können uns ja noch mal in Ruhe darüber. Und das muss mein Ururgroßvater gewesen sein. Okay. Jesse McLaughlin, Sie haben mich nach ihm benannt. Ich glaube nicht, dass wir das zu bezahlen haben. Was meinst du? Denn bloß passiert? Ich konnte nicht einschlafen und da bin ich durchs Haus gegangen und hab mich umgesehen. Wer ist denn das? Das ist wirklich idiotisches Zeug, Charlie. Das sagst ausgerechnet du! Ich hätte nie so einen Quatsch wie du. Oh mein Gott. Sieh nicht so! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Hey, also wirklich, das war doch nicht nötig. Klar war's nötig! Du bist der einzige Typ, den ich kenne, der jemals berühmt gewesen ist. Nicht so irrsinnig berühmt, Charlie. Niemand liest diese Zeitschrift. Ach, naja, weißt du, ich gebe ja gern zu, ich sehe mir die Bilder nicht an, ich lese sie nur wegen der Interviews. Was? Ist doch so, oder? Hey, sieh dir mal diese Couch an, tierisch gemütlich, möchte ich weg. Genau da, bleib da stehen, ja. Ja, genau, ja, ja. Also ich habe mit Mr. Griffith telefoniert und mich mit ihm über seinen Brief unterhalten. Er sagt, er wäre nicht der Meinung, dass da irgendwelche unverschämten Äußerungen... John, kannst du mal einen Moment warten, bitte? Musik zu laut? Ich hoffe, wir stören dich nicht. Was ist das Merkwürdiges? Das sind Pew Sklits and the Avoiders. Pew Sklits?
Ja, das ist mein Künstlername. Das bist du? Ja. Und ich bin der Manager. Ich bin wohl verpflichtet, dir zu sagen, dass wir verschiedene Angebote einiger größerer Produzenten in Erwägung gezogen haben, aber Namen zu nennen wäre einfach unfein. Aber du hast doch noch keinen Vertrag, Lorna. Ich meine, du hast noch nichts unterzeichnet, oder? Oh nein! Wir glauben nicht an die Erfolgstour. Genau. Wir wollen eine Menge Geld verdienen und ziemlich berühmt werden, aber ohne großen Erfolg. Das ist doch ein ziemlich subtiler Unterschied, oder? John, ich rufe dich später nochmal zurück. Ich schätze, ich habe das gefunden, wonach wir suchen. Sweet Sensation. Sweet Sensation. Sie sind verschieden. Der hier hat Juwelen als Augen. Es sind nicht dieselben Totenschädel. Hey, lass mich mal sehen, was du da machst. Komm schon, Charlie, sehr lustig, aber gib's her. Hey, das ist toll. Sieht aus, als ob's alt wäre. Komm schon, Charlie, gib das her. Nein. Erstmal will ich wissen, was das ist. Es ist gar nichts. Versprichst du mir nicht zu lachen? Na klar. Du glaubst mir sowieso nicht. Doch, ich schwör's dir. Hier, da ist das, huh? Okay. Siehst du diesen Mann? Das ist mein Urgroßvater. Er hatte denselben Namen wie ich. Er war ein Bandit im alten Wilden Westen. Ja, bis jetzt glaube ich. Sieh dir mal den Schädel an, den er in der Hand hat. Er ist aus massivem Bleikristall. Und der Typ da im Hintergrund, das ist Jessys Partner, Slim Reaser. Ah. Also, er und Jesse haben sich wegen des Schädels in die Wolle gekriegt und wurden zu erbitterten Feinden. Slim ist gestorben, ohne den Schädel von Jesse wiederbekommen zu haben. Das war das Erste. Jetzt sieh dir das an. Siehst du diesen Schädel? Der unterscheidet sich von dem auf dem Foto, richtig? Scheint so. Ich meine, der hier hat Juwelen in den Augen. Hey, Moment mal. Aber jetzt hör dir das an. Okay, also, der Legende nach soll noch ein zweiter Schädel existiert haben, welcher die Geheimnisse des Universums in sich birgt und unbeschreibliche Kräfte und dem ewiges Leben schenkt, der ihn besitzt. So, die Frage ist, wenn das hier der legendäre zweite Schädel ist, wo ist er? Wieso fragst du mich? Ich meine, woher soll ich das wissen? Charlie, auf dem Hügel oben ist ein alter Friedhof. Man hat Jesse 1916 dort begraben. Sieh dir das an. Hier steht, wenn die Azteken ihre Toten begruben, wurden die Körper in mehrere Stoffbahnen eingewickelt und als Grabbeigabe wurden ihre Waffen und ihr Schmuck dazugelegt. Geht's hier um Millionen? Ich meine... Naja... Millionen also? Mhm. Also ich sag dir, wir schaukeln das Kind. Da unten sind nur Käfer. Lass uns aufhören, ich kann nicht mehr. Selbst wenn alle Schätze der Welt da unten sind. Alles, was ich will, ist schlafen. Ich bin tierisch müde. Charlie. Wir haben es, Charlie. Ich glaub dir nicht. Nein, nicht. Ist der oben, Charlie? Ja. Ich sterbe lieber. Ich kann keinen Finger mehr heben. Bitte lass mich sterben. Bitte lass mich sterben. Was denn? Was ist?
bin zu müde für so einen Quatsch. Was ist denn? Nur Charlie! Ja. Will er uns etwa umbringen? Halt! Halt! Jesse! Ich bin es! Ich bin dein Urenkel! Sie haben mich nach dir benannt. Mein Name ist auch Jesse. Mein Urenkel, sagst du? Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht genau. Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen. 1986. 30. Oktober 1986. Beim Zeus. Verdammt will ich sein. Ich warte nämlich schon seit über 70 Jahren darauf, dass irgend so ein Rindvieh den Mumm hat, mich auszugraben. Danke, mein Junge. Seht euch das an. Da ist es. Es ist etwas ganz Besonderes an diesem alten Haus. Ich hoffe, ihr spürt das. Ich spüre es. Komm schon. Da lang und ganz ruhig. Was tust du denn da? Sieh es dir an. Vergesst niemals, ihr beiden. Dieses Haus ist ein Tempel. Es ist fantastischer als jede Pyramide oder jedes Schloss, die ihr jemals gesehen habt. Was wisst ihr schon von Zeit oder Raum und all diesem Mumpitz? Aber die Mächte des Bösen sind immer hinter diesem Schädel her gewesen. Und ihr müsst mir helfen, ihn zu schützen. Ihr müsst verhindern, dass irgendjemand dieses verdammte Ding berührt. Okay, hier. Auf der kannst du schlafen. Ist das die richtige Art, ein Familienmitglied zu behandeln? Versteckst mich in einem stinkigen Loch mit Wanzen und Ratten wie eine schleimige Eidechse? Naja, es tut mir leid, hab da nicht so viel Erfahrung. Ich hab keine Familie, Sir. Hör auf, Sir, zu mir zu sagen, ich bin kein Politiker. Ich bin dein Ur-Urgroßvater. Du kannst also Opa zu mir sagen. So hat dein Großvater immer zu mir gesagt. Also gut. Opa. Tja, nehmen wir 2 Uhr Schlaf. Ja. Ich bin noch nicht müde. Aber ich brauche ja nun mal keinen Schlaf. Ich werde mich ein bisschen frisch machen, dann können wir um die Häuser ziehen und auf den Putz hauen. Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wieso nicht? Stimmt was nicht mit mir? Naja, nein, es stimmt alles mit dir, aber... Du scheinst irgendetwas komisch zu finden, ich spüre das genau. Also, mein Junge, ich bin fit wie ein Trapper-Mokassin. Ich, Oh, nein. Ich habe immer geglaubt, ich wäre jung wie der Frühling. Opa, hör mal, ich habe... Seht mich doch an. Ich bin ein 170 Jahre alter Furz,
Ein verschrumpelter, widerlicher Zombie. Ach, wissen Sie, verschrumpelt vielleicht, aber ganz bestimmt nicht widerlich. Nein, Opa, ehrlich, ich finde Sie... Ich werde nicht sterben. Das ist das Letzte, was ich tue. Was beim Zweifach gehörnten ist das? Opa, das ist ein 1986er Alfa Romeo Spider. Von 0 auf 100 in 7,3 Sekunden. Hier. So viel Gas und die Kupplung ganz ruhig kommen lassen. Heiliger Pferd! Heiliger Pferd! Nur sieh dir mal die Sterne an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie damals in den alten Tagen etwas klarer waren. Sie waren manchmal so hell, dass du nicht einschlafen konntest. Soll ich dir was sagen, Opa? Das liegt am Ozon. Ich meine die Ungeziefer-Sprays und diese, du weißt schon, Deodorant und Mundsprays und vielleicht eine kleine Prise Kommunismus. Da haben die Sterne einfach keine Lust zu strahlen. Alles Geschwätz, du bist besoffen. Ja. Ah. Ja. Besoffen. Ja. Ich fahre besser. Charlie? Jess, Mr. Großgrundbesitzer, na, wie läuft's? John, was willst du denn hier? Oh, weißt du, deine wunderbare Lady hat mir erzählt, dass sie die Madonna der 80er gefunden hat. Also dachte ich, ich sehe mir das Wunder mal an. Hey, ich dachte, Madonna wäre die Madonna der 80er. Sehr witzig. Wer ist der Knilch? Bozo der Clown? Nein, Bozo die Todesmaschine. Charlie, das ist John Stetton, Kates Boss. Er ist der Präsident von Heretic Records. Okay, natürlich. John Stedman. Ist mir wirklich ein Vergnügen, wirklich. Freut mich echt, ich flippe aus. Charlie Coyle, Manager von Pews, Glitz and the Avoiders. Tata! Hier ist sie, John. Na toll, hast du das Demo? Wo wollt ihr denn hin? Wir gehen etwas essen. John ist hergekommen, um Lorna kennenzulernen und sich ihr Demo anzuhören. Wir sehen uns später, Jess. Das ist ja toll. Noch eins und noch eins und noch eins. Wo zum Teufel kommen die überhaupt alle her, die Dinger? Verdammt, ich hab's kaputt gemacht. Nehmen Sie ein Bier, Opa. Danke. Ich hasse diese widerliche Kiste. Hallo, hier sehen Sie mich und meinen... Da drückt man hin und her und... Ich will
alles derselbe Mumpitz. Naja, da war ich direkt in der Mitte von Kansas und vor mir 500 verrückte Fanatiker, schwer bewaffnet. Und was hatte ich? Nur 15 Soldaten. Zum Beispiel dieser Kerl da, Ronald Reagan. Das ist wirklich ein Muttersöhnchen. In alten Tagen wäre er nach 10 Minuten vom Paul gefallen. Und wenn Sie die Armee kennen würden, wüssten Sie, dass der zögert, verloren ist. Oh, das klingt alles so neu für mich, so auf. Tja, es hätte keinen Zweck, euch zu erzählen, wie es früher war. Man muss es einfach erlebt haben. In all den Filmen und Büchern und diesem Schund erzählt euch niemand, wie es wirklich war. Es war hart. Ich hätte da mal eine Frage. Was ist eigentlich aus Slim Reaser geworden? Slim Reaser gibt es nicht mehr für mich. Dein Name ist gestorben, mein Junge. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten darüber, wem der Schädel gehört, verstehst du? Wie haben Sie sich geeinigt? Ich habe den Lumpenmund erschossen, so haben wir uns geeinigt. Also er hat zuerst auf mich geschossen, deshalb musste ich ihm eine Lektion erteilen. Dann hat er sein Leben in der Mojave-Wüste ausgehaucht. Und das war alles? Ja, das war alles. Opa? Ja? Haben Sie auch Postkutschen überfallen? Na klar. Der ist richtig. Das war unser täglich Brot. Einmal habe ich ganz in der Nähe von Dodge City eine Postkutsche überfallen. Also jeden Tag, so gegen 5:30 sind sie zur Bank gefahren. Mit einem so schweren Sack Geld, dass ein Elefant sich einen Bruch gehoben hätte. Wir haben uns an den Seiten einer Schlucht kurz hinter der Stadt aufgestellt. Und wenn die Kutsche dann ganz langsam an uns vorbeigefahren ist, dann haben sie mich durch die Berge gejagt. Immer weiter und immer weiter, bis über die Grenze von Arizona. Ich bin mehr als 2 Wochen geritten, ohne aus dem Sattel zu kommen. Aber dann habe ich die verdammten Hundesöhne abgeschüttelt. Ich habe diese Klapperschlangen in Schach gehalten mit 2 Revolvern und einer Winchester. Und dann plötzlich, summ, habe ich einen Pfeil direkt ins Bein bekommen. Genau da. Und dann noch einen zweiten direkt in die Schulter. Au, genau da. Und niemals wieder hat ein Mensch den Eingang zu der Höhle gefunden. Es müssen Diamanten und Schmuck im Wert von $1 Milliarde da unten gewesen sein. Ja. Jedenfalls ist das etwas, wonach ich noch mal suchen will, sobald ich ein bisschen verjüngt worden bin. Psst. Was? Hörst du das? Ja, das klingt wie Musik. Wie spät haben wir es? Bring noch ein paar Büchsen Bier mit. Ich habe ein paar Leute zu einer Halloween-Party eingeladen. Ich hatte es vergessen. Entschuldige. Viel Spaß. Hey, Nick, altes Pferd, lass dir das Spitzehändchen drücken. Warte mal, was ich darstelle. Dann Klavier. Wer ist? Oh, Shell. Ist eine Ewigkeit her, was, Jess? Ja, natürlich. Darauf wurde ich unheimlich erfahren. Ich habe mir immer gewünscht, dich nochmal zu sehen. Ich eigentlich auch. Mein Gott, ich habe mich schlecht gelangt. Komm, ich mix dir ein Wundertrink. Oh, mixst du mir auch was? Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Eine Woche. Yeah! Könntest du das mal kurz halten? Ja, gern. Du bist fantastisch. Ja? Weißt du, ich kenne da so ein paar wichtige Typen in Hollywood, die Charlie, du unbedingt kennenlernen solltest. Charlie! Was denn? Sieh dir das an, Opa. Was macht der da? Gleich wird er die Kleine ansägen. Ja, aber wie ist der hier hochgekommen? Komm, mach dir nicht ins Hemd, wir haben Halloween und der passt genau hier rein. Große Klasse, Opa, mach's dir alle satt. Okay, bis später. Hey, Susan!
Ist der Alte nicht toll? Ja, ja. Er ist ein alter Kumpel. Von früher. Ich würde dir gern was sagen. Aber woanders. Ich warte draußen. Okay, doch. Packst jetzt besser deinen Arsch in einen Koffer und verschwindest nach Palama. Du Mistkerl! Ich hab's genau gesehen, das kannst du mit mir nicht machen! Lass das, Kate. Ich hab mir das nicht gefallen! Das kannst du mit mir nicht machen! Lass mich los! Kate! Lass mich los! Kate, du sollst mich loslassen! Lass doch den Quatsch! Lass mich los! Nein! Charlie, da drin ist jetzt ein Dschungel. Kate, soll ich dir ein Glas Wasser holen? Valium, hol mir Valium! Gern. Whisky. Gib mir einen Whisky. Hier. Ich brauche den Schädel. Wenn ich ihn nicht zurückbekomme, ist es mit mir vorbei. Er darf nicht damit entkommen. Opa, es ist ein Dschungel da oben, ein Dschungel. Wenn er ihn dahin gebracht hat. Weißt du, er kommt aus der Steinzeit. Du musst ihn irgendwie aufhalten. Nur keine Angst, den schaffst du mit links. Opa, du scheinst nicht ganz zu verstehen. Da ist ein Dschungel. Jesse, in den falschen Händen kann dieser Schädel ziemlichen Wirbel verursachen. Los, geh! Wenn du das nochmal machst, hau ich dir die Ohren weg. Sieh mal, das habe ich zufälligerweise im Kofferraum gehabt. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Was ist das? Das ist eine Uzi, eine halbautomatische Feuerwaffe. Charlie, das ist eine Maschinenpistole. Ja, und? Was ist mit mir? Was habe ich in der Hand? Leider gibt es nur eine Uzi, aber... Du bekommst das hier. Was soll ich mit einem Darmfeuerzeug? Es gibt Leute, die damit Menschen erschießen. Du Hirni! Okay. Ich zähle bis drei. Dann trittst du die Tür ein, rennst mit geschlossenen Augen rein und ich gebe dir Deckung. Die Jungs mit den schweren Waffen gehen immer vor.
Okay. Fertig. Eins. Zwei. Also komm, Moment mal. Eins. Zwei. Drei. Was machst du da? Mich vergewissern, ob du nicht träumst. Ausarbeiten? Genau. Wir schnappen uns den Schädel und dann verschwinden wir von hier. Toller Plan. Charlie. Nicht wehtun, bitte! Jetzt kriegst du Manschetten, hä? Komm. Ich doch! War nicht so gemeint! Du Feigling! Komm zurück und kämpfe wie ein Mann! Hat sich dünn gemacht, hat den Schwanz eingezogen. Los, du verdammter Feigling, zeig dich! Charlie, wir haben ihn! Ja, wir muss er sein! Na, kletter schon ab. Jess? Ja? Nur keine Angst, wenn du runterfällst, spürst du gar nichts mehr. Ach, das gibt mir Kraft, Charlie! Thank you.
Du hast es gleich geschafft, Jess! Immer weiter! Was für ein Idiot. Scheiße. Au! Okay. Wir sind Kumpels. Echt gute Kumpels. Arschloch. Ich warne dich. Zum Teufel war das? Es klang wie eine Bombe. Warum habt ihr nicht die Treppe benutzt? Oh. Charlie. Charlie, alles okay? Ja, glaub schon. Jess, nimm das weg! Das verfluchte Vieh frisst mein Bein auf! Nimm es weg! Jess, es frisst mich auf! Charlie! Charlie! Hilf mir! Hey, Jess, wollen wir den behalten? Und wer wird mit dem Gassi gehen, Charlie? Ich selbstverständlich, ich fütter ihn und alles. Hey, Charlie, hilf mir! Hilf mir, hilf mir! Vergesst bitte das Bier nicht! Komm schon. Put, 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 put. Komm her. Der macht mich irre. Hey, Jess? Hi, Charlie. Hallo, John. Lorna. Komm schon, du blöd Arsch. Du musst vor nichts Angst haben. Wir haben da so ein Geräusch gehört. Geräusch? Ah! Oh, ach so, so, so. Das war so ein lautes, krachendes Geräusch, ja? Ja, das war's. Oh ja. Was ist los?
wisst ihr, ich meine, stört das irgendwie? Stört das? Hört zu, wir wollen nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Es könnte nicht besser sein. Ehrlich. Dann ist ja gut. Stinktier! Hörst du? Hörst du wohl? Hör zu, ich wollte es dir sagen, bevor der Abend vorüber ist. Du bist ein witziger Junge und das ist etwas, was in unserem Gewerbe am schwierigsten zu finden ist, wirklich. Nun sieh dir den Knaben an, Lorna. Ist das nicht fantastisch? Ist doch wahnsinnig. Wo bleibt das Bier? Was willst du denn hier? Schnell, da kommt jemand. Zeig mal, geht das auf dem Rücken so weiter? Das habe ich ja noch nicht gesehen. Aha. Hi, John. Hi, Buddy, was kochen wir denn in der Küche, hä? Gar nichts. Gar nichts? Aber vielleicht haben wir was im Schränkchen versteckt. Auch nichts. Auch nichts. Wollen wir mal nachsehen? John, ich sagte gerade, es ist nichts im Schrank. Na, dann lass mich das Nichts im Schrank doch sehen, Jess. Es ist nicht zufällig deine alte Freundin Rochelle da drin, oder? John, willst du mir in meinem eigenen Haus irgendwelche Schweinereien vorwerfen? Ich werfe dir nicht das Geringste vor, gar nichts. Ich habe dir nur eine Frage gestellt. Aber ich schätze, dass Kate gerne eine Erklärung haben würde. Und das willst du auch, nicht wahr? Also gut, du bekommst deine Erklärung. Kate? Was ist Kate, denn hier los? Kate, ich muss mit dir reden. Warum bist du denn so laut? Ich werde nicht laut. Also, Kate, du weißt, seitdem wir hier sind, gehen sehr seltsame Dinge vor in diesem Haus. Nein, halt, Charlie! Charlie, die wollen eine Erklärung und ich werde sie ihnen geben, okay? Also, hör zu. Also, Charlie und ich sind gestern Abend zum Friedhof gegangen und haben das Grab meines Ururgroßvaters geöffnet. Wir haben nach einem Schädel aus Kristall gesucht, welcher Zauberkräfte besitzt. Wir haben ihn gefunden, ihn ausgegraben und dabei auch meinen Ururgroßvater gefunden. Er war tot, aber er lebt. Ich meine, er ist eine Mumie und wir haben ihn hergebracht und jetzt wohnt er im Keller. Und Charlie und ich sind durch diesen ekligen Dschungel gerannt und haben versucht, den Schädel zurückzubekommen. Und das, was da drin ist, nur zu deiner Information, Mr. Sherlock Holmes. Hi, Rochelle. Was tust du da drin? Alles ein Missverständnis. Ja, offensichtlich. Nein, du verstehst das nicht. Ich verstehe es hervorragend. Bitte hör mir zu, ich habe keine Ahnung, was sie da drin tut. Was hast du denn gedacht, was da drin ist? Eine Mumie. Oder möglicherweise auch ein Baby-Pterodaktyl. Oh. Ja. Ich verachte dich, Jess. Siehe, ein prähistorischer Vogel. Kate! Komm, ich nehme sie dir an. Die sind wir los. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Jetzt können wir endlich machen, was wir wollen. Können in Unterwäsche rumrennen, üble Weiber anrufen. Ich sage dir, das Halt's ist Maul, Charlie! Kannst du nicht einmal im Leben die Klappe halten? Überraschung! Opa, wo ist Rochelle? So, jetzt passt mal auf. Jessilein. Ich hab was für dich aufgehoben. Rochelle, ich find's toll, dich wiederzusehen, aber ich habe ein paar Familienprobleme im Augenblick. Verstehst du das? Charlie, könntest du Rochelle ein Taxi rufen, bitte? Hey, Chucky! Nenn mich nicht Chucky, okay? Das war echt süß, von dir zu kommen. Danke. Hey, du Schweinepriester. Wir machen einen kleinen Tausch, ja? Okay? Frisches Frischfleisch. Ich schätze, er will noch mehr. Aber keine Steaks mehr. Ja,
Ja, ich weiß, dass das gut riecht. Der alte Jesse ist gleich fertig damit. Gleich. Ja, ich weiß Bescheid. Ja, ich weiß alles. Jesse weiß Bescheid. Ja. Oh, jetzt machen wir den Schnabel auf und rein damit, ja. Gut so. Ja, gut. Ja. Chip. Opa, tut mir leid, dass ich unfreundlich war. Aber ich war ein bisschen verwirrt. Naja, ich hatte einfach Lust darauf, jemanden auf den Arm zu nehmen. Naja, es tut mir leid, dass es dich erwischt hat, mein Junge. So, das genügt jetzt, Beppi. Beppi. Beppi, hör auf, Beppi, sei brav, hör auf, Beppi. Jetzt hör mal zu, du gehst raus und spielst ein bisschen, ja. So ist es brav. Jetzt raus mit dir, raus. Opa, hör zu, ich will schlafen gehen. Was meinst du, soll ich ihn zurück auf den Kamin stellen? Nein, ich kümmere mich darum. Strolch! Du hast mich beinahe zu Tode erschreckt, du verdammter Hundesohn! Jesse, mein Junge. Was ist denn passiert? Sie haben mich aufs Kreuz gelegt. Müssen etwa 30 oder 40 gewesen sein. Sie sind von allen Seiten gekommen. Charlie, steh auf! Charlie, komm schon! Charlie, wach auf! Steh auf, Charlie! Komm schon! Oh, Scheiße! Charlie, wach auf! Charlie, steh auf! Das wehe, wenn das nicht was wirklich Wichtiges ist. Opa hat den Schädel verloren. Er hat was? Irgendjemand, ich weiß nicht, wer hat ihn gestohlen. Er stirbt, Charlie, wir müssen ihn zurückholen. Nach allem, was wir für ihn getan haben, hat er ihn sich klauen lassen? Ich kann nicht glauben, dass er so dämlich ist. Ich meine, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so verantwortungslos ist. Ich meine, ich habe mein Leben riskiert für diesen... Ja? Bill Towner, Elektriker. Jess McLaughlin. Freut mich. Eine junge Lady hat angerufen, sagte irgendwas von Reparaturen. Hat sie? Wo ist der Sicherungskasten? Unten im Keller? Ach, hören Sie, Bill. Tut mir leid, dass ich Sie bemüht habe, aber das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Okay, Jess, ich werde Ihnen nicht im Wege stehen. Sie brauchen mir nur zu sagen, was zu reparieren ist. Das ist aber mal ein tolles Zimmer hier. Ja, wirklich. Sehr nett. Und was für ein ausgefallener Kamin, ja, ne? Bill. Tja, so, was haben wir denn hier drin? Ah, da ist er ja. Ein Fremont 240. Die alten Buden sind vollgestopft damit. In diesem Zimmer haben Sie also die Probleme, nicht wahr? Ja, vor allen Dingen an dieser Wand hier. Aber das übrige ist... Darüber würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Sah nicht sehr wertvoll aus.
Ja, genauso habe ich es erwartet. Jesse, Sie haben ein Problem hier. Aber wie es bei jedem Problem ist, will man es ja aus der Welt schaffen. Wissen Sie, ich bin jetzt seit über 20 Jahren mit alten Häusern beschäftigt. Und ich kann auf eine ganze Menge Tragödien zurückblicken. Da zieht es einem die Schuhe aus. Tja, also diese alten Häuser, die haben ihren eigenen Kopf, verstehen Sie? Man muss ihnen nur zeigen, wer der Boss ist. So eine Art Prügel verabreicht. Ah, das muss ein Auslandsprodukt sein. Naja, ich werde die alte Gerümpelbude so instand setzen, dass sie glauben, es wäre alles neu. Was ist denn das? Aha. Oh. Was haben Sie denn gehört? Ach, Jess, das klingt nicht gut. Ich habe sowas schon mal erlebt. Und das bringt meine Polypen zum Rotieren. Oh, fummeln Sie nicht an dem Schalter rum, Jess, sonst fliegen wir beide bis nach Milwaukee. Oh. Jetzt müssen wir uns erstmal ganz easy vortasten, wie man es dreht und wendet. Oh, ja, Jess. Würden Sie kurz mal in meinen Dunstkreis treten, ja? Hören Sie, mein Freund, ich bin gern allein bei meiner Arbeit, wenn Sie nichts dagegen haben, hm? Gut. Haben Sie irgendwas zu erledigen? Ja, natürlich. Dann Abmarsch, mein Freund, Abmarsch. Und nichts vergessen. Netter Bengel. Was ist das? Siehst du irgendwas? Vergiss es. Ich werde da nicht drauf gehen. Opa soll sich seinen blöden Schädel selbst holen. Ach, komm schon, Charlie. Opa hat gesagt, dass Sie hier rein sind. Also mach jetzt keinen Rückzieher. Hey, Freund. Ziemlich erschreckt, hä? Immer ruhig. Oh, Gottes Willen, ist alles in Ordnung? Ja, fein. Wer ist der Kerl? Bill. Bill Towner, Elektriker. Charlie Coriel. Ich bin Manager. Hört mal, Freunde, wir haben ein kleines Problemchen nebenan. Ich glaube, Sie sollten sich das mal ansehen. Bill, es tut mir leid, aber das ist der falsche Augenblick. Warum packen Sie nicht ein und kommen morgen wieder und wir... Nein, ich glaube, es ist besser, wir sehen uns das mal an. Hier. Das ist es. Sieht so aus, als hätten wir da eine Art andere Welt oder sowas. Danke. Komm, Charlie. Und halt die Augen offen. Hör mal, Jess, ich weiß nicht, ob ich nicht jetzt gerade... Komm schon, Charlie. Hören Sie, also ehrlich, ich meine, das sieht mir nach einer anderen Dimension aus da drin oder sowas. Und, warten Sie mal eine Sekunde, ja? Ich habe sowas früher schon mal erlebt und rühren Sie nichts an, bis ich da bin, okay? Sieht so aus, als würden Sie die Hilfe eines Profis brauchen. Haben Sie eine Taschenlampe? Ja. Soll ich dir was sagen? Ich habe entsetzliche Angst vor Spinnen. Benimm dich nicht wie eine Schwuchtel, okay? Das ist ja gut. Hört mal. Ich glaube, das kommt von da drüben. Mordjena. Ich bin Kulay. Ich
Das ist der Chikalaya. Mushi, Mushi, Mushi. Na ja, wird nicht einfach werden. Die werden die doch nicht opfern wollen, oder? Hey, Jess, also ist das eine Jungfrau? Ich meine, ich habe noch niemals eine gesehen. Ehrlich, also das wäre doch mal... Hey, halt! Du Idiot, du Idiot! Hallo, Herr König. Hi. Na ja, kommt schon, kommt, ihr Nasen. Ich meine, es tut mir leid, wir dachten, Sie ist jemand, den wir kennen. Okay, wollen nicht weiter stören, alles in Ordnung. Okay, jetzt passt mal auf. Sie nur der Schnur. Komm, Charlie. Und Sie? Um mich machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Leute, ich habe nicht so viel Zeit. Meine Frau wartet mit dem Essen. Wo ist Bill? Ist er noch da drin? Geh weiter! Verdammt! Hey, Bill! Ja, ist ja Charlie, toll! Freut mich, dass ihr wieder da seid. Hab schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Hey, Bill, was machen Sie hier? Ihr zwei habt wirklich Ahnung davon, wie man Wirbel macht. Und ich möchte mich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Jess, war mir ein Vergnügen. Und Miss, es war mir auch ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Oh, und Jess, falls Sie hier noch mehr Reparaturen brauchen, rufen Sie mich einfach an, ja? Passt auf euch auf, Jungs. Wiedersehen. Bill Towner, Elektriker und Abenteurer. Wer ist dieser Mann? Wo zum Teufel bleibt das Essen? Ich gehe mal nachsehen. Na, sag ihm, dass wir am Verhungern sind. Hör mal, ich hab sie beobachtet. Die ist wirklich scharf auf dich, Jess. Scharf wie Pepperoni. Lass die Sprüche, Charlie. Ist mein Ernst. Pass auf. Wen hast du lieber? Mich oder ihn? Mich? Charlie Spaßvogel, hä? Beknackter Charlie? Oder ihn? Beweisaufnahme beendet. Au! Also dann? Ich hoffe, ihr habt wolfsmäßigen Hunger. Herzblut da reingekocht. Jess, sollten wir nicht lieber ein Tischgebet sprechen? Ein paar Worte des Dankes fürs Brot und so? Ja. Okay, also ich schätze, ich sollte mich bei allen bedanken für ihren speziellen Einsatz, was dieses Essen betrifft. Und ich finde, es scheint so, als ob ihr, naja, als ob ihr alle meine Familie wärt. Das hast du aber fein gesagt, mein Sohn. Jetzt lass uns essen. Thank you.
Slim, du widerwärtiger Mistlurch. Ich habe auf dich gewartet. Lange nicht gesehen, Partner. Charlie! Er gehört mir. Ich wusste, dass du mich früher oder später finden würdest. Opa! Opa! Scheiße! Charlie! So lange Zeit hat er mich erwischt. Du wirst es brauchen können. Er hat deine Mutter und deinen Vater umgebracht. Thank you.
Wiedersehen. Sieht's aus, Eddie. Da drin ist ein verrückter Sheriff, ballert auf alles, was sich bewegt. Wir haben die McLaughlins gewohnt. Genau, wir haben rausgefunden, wem es gehört. Jesse McLaughlin, dem Sohn vom alten Clarence, ist erst vor ein paar Tagen hier eingezogen. Dem Sohn von Clarence? Ja. Na, der wohnt nicht mehr lange hier. Lass mich mit dem Verrückten plaudern. Wie war doch sein Name? Jesse. Jesse! Kommen Sie freiwillig raus! Das ist das Vernünftigste. Wir wollen nicht, dass irgendjemandem was passiert. Ist da drin los? Hast du ihm seinen verdammten Kopf abgeschossen? Du bist ein braver Junge. Und ich hab gedacht, der Mistkerl reißt dir den Arsch auf. Aber ich hab's mir nicht anmerken lassen, nicht wahr, mein Junge? Nein, hast du nicht, Opa. Das war's, Kleiner. Nein, du wirst nicht sterben. Hier, er ist wieder da. Ich weiß gar nicht, ob das alles noch einen Sinn hat, mein Junge. Ich hab doch alles getan, was man auf dieser Welt tun kann. Und ich schätze, es wird Zeit, weiterzuziehen. Nein, sag das nicht. Jetzt sollst du bekommen, was er dir an Wundern geben kann. Ich habe etwas ganz Besonderes bekommen. Ich habe es geschafft, meinen Ururenkel kennenzulernen. Und ich habe nochmal richtig auf den Putz gehauen. Denk genau nach, was du willst. Und dann versuch, das verdammte Ding loszuwerden. Nein, bitte nicht. Das darfst du nicht. Opa. Du musst weiterleben. Du darfst nicht gehen, Opa. Ich liebe dich doch, Opa. Ich,
Ich liebe dich auch, Jesse. Jesse, das ist deine letzte Chance. Komm jetzt raus mit erhobenen Händen. Ich werde jetzt bis 10 zählen. Danach kommen wir rein und schießen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jungs, bereit waren zum Sturm! Oh.